Einige Leute fragen sich vielleicht, wie kann ich schneller als Anfänger mich hochpushen, um ebenfalls den höchsten Rang, den es im Spiel gibt, 54, 55, zu erreichen. Im heutigen Video werde ich ein paar Möglichkeiten und Tipps nennen, wie ihr schneller euch hochpushen könnt mit XP. Viel Spaß beim Anschauen! Rahai Quarza. Ohoho und Bane. Hey Freunde der XP und herzlich willkommen zu einem neuen Garden Warfare 2 Video. Wie gerade eben schon erwähnt, heute geht es nur um XP. Die Punkte, die ihr braucht, um eure Charaktere hochzustufen. Generell werden die ja benötigt, um hier eure Level hochzumachen. Ja, sieht man bei mir jetzt schlecht, weil ich alle Charaktere schon auf dem höchsten Level habe. Aber normal ist eine Anzeige, die füllt sich, wenn ihr XP sammelt. Darauf will ich jetzt gar nicht näher eingehen. Es geht ja nur darum, wie ihr diese XP bekommt. Und eine sehr einfache Möglichkeit tatsächlich, um eure XP zu verdoppeln, ist der sogenannte XP-Multiplikator. Das einfachste Mittel, um euch hochzupushen. Der XP-Multiplikator gewährt euch einen höchstens 2,0 Multiplikator auf alle XP, die ihr irgendwo bekommen könnt. Wenn ihr eine Pflanze besiegt, sie bringt normal 5 XP, dann kriegt ihr ganze 10 XP. Also verdoppelt ihr eure Einnahmen nur durch diesen Multiplikator. Aber da bleibt auch jetzt eine Frage offen. Wie kann ich denn diesen füllen? Den kriegt man auch bestimmt nicht geschenkt. Ja, und das ist der kleine Haken an der Sache. Es gibt hier schön viele Missionen. Vielleicht kennt ihr die auch, dann spult einfach weiter. Ansonsten guckt mit mir hier rein. Es gibt hier ein paar schöne Missionchen. Wenn ihr jetzt euch eine von diesen Missionen holt, beispielsweise erledige 50 Pflanzen mit einer beliebigen Ingenieurklasse. Dann geht ihr mit solch einer Mission, wo ihr einfach nur Pflanzen besiegen, lähmen, verbrennen, was auch immer. Solange ihr nur Pflanzen vernichten müsst, dann geht ihr immer bitte zu der Flagge der Macht, da das wirklich der einfachste Ort ist, um euren Multiplikator in unter 10 Minuten zu füllen. Einmal dann hier rein, tschak, tschak, tschak. Ja, und das geht jetzt ziemlich schnell, da man ja auch geboostet ist. Ich schneide euch rein, wenn die Mission geschafft ist. Und wenn ihr dann die Mission geschafft habt, erscheint sie dort unten, Auftrag erfüllt. Ihr bekommt 3 Sterne und 3 Pins. Also 3 Sterne, 3 Pins. Das Wichtige, um euren Multiplikator aufzufüllen, sind hierbei lediglich die Pins. Hier unten sieht man die Leiste. Der erste, den habt ihr automatisch. Dann gibt es insgesamt ganze 20 Pins, die ihr auffüllen müsst, um den mal 2 Multiplikator zu besitzen. Also müsst ihr 7 Missionen absolvieren, um das zu schaffen. Mittendrin gibt es noch Zwischenstationen mit 1,25, 1,5 und 1,75, aber natürlich solltet ihr euch dann schon den mal 2 Multiplikator holen. Die Missionen sind auch schön in Pflanzen, Zombies und Multiplayer unterteilt, wodurch es da kein Problem gibt, sich irgendwie, ja, nicht zu wissen, welche Mission man haben will. Dabei empfehle ich euch halt immer, wie gesagt, hier sowas zum Beispiel, holt ihr euch einen Wissenschaftler mit explosiven Haftkugeln, geht hier kurz in den Modus, werft eine Haftkugel und 5 Pflanzen sind sofort weg. Das sind 3 geschenkte Pins und im Prinzip auch 3 geschenkte Sterne. Und das ist im Prinzip auch alles, was man zu dem XP-Multiplikator sagen kann. Von daher gehen wir jetzt doch zur zweiten Möglichkeit über. Und da sind wir angekommen. Ja, was ist denn jetzt hier die Möglichkeit? Es ist dieser Fisch. Dieser Fisch. Und zwar habt ihr hier die Möglichkeit, 5 Sterne, beispielsweise, die ihr durch den XP-Multiplikator bekommen habt, dann an diesen Fisch zu geben. Es ist sogar gekoppelt an
Ein Erfolg. Wer hätte das gedacht? Wo ist der Haken? Trainiere mit dem mysteriösen Fisch. Das ist die Mission. Ihr müsst mindestens einmal 5 Sterne ausgegeben haben bei diesem Fisch, um diesen Erfolg freizuschalten. Aber was passiert, wenn man das tut? Finden wir es heraus. Es tut mir leid. 5 Sterne. Ihr kriegt 750 Fisch-XP. Das ist der Fisch. Der mysteriöse Fisch. Das passiert, wenn ihr 5 Sterne ausgibt. Lohnt sich diese Möglichkeit? Nein, definitiv nicht. Aber es kann in Kombination, wenn ihr sowieso einen Auftrag abschließt, dann kann es sogar gar nicht mal so schlecht sein, das hier zu machen. Wenn ihr sowieso sagt euch, ja, wofür brauche ich die Sterne? Nur hier für die Kisten in der Gegend, da zum Beispiel eine zu öffnen, sonst brauche ich die eh für nichts. Dann könnt ihr euch auch hier bei dem Fisch 750 XP holen für 5 Sterne. Ich zeige mal gerade im Verhältnis, wie viel das ist. Es ist gar nichts. Es ist wirklich gar nichts. Ein Ingenieur, jede Ingenieurklasse braucht 116.000 XP. Das heißt, ihr braucht 777 Sterne, um nur mit dem Fisch das zu schaffen, einen Charakter ganz Max zu machen. Nee, also jetzt mal im Ernst. Real Talk, es lohnt sich nicht. Nein, 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 definitiv nicht. Aber wenn ihr sowieso das macht, dann könnt ihr auch den Fisch benutzen, wenn ihr sowieso Aufträge abschließt. Besonders wenn es, wir haben heute Glück, wenn es ein epischer Auftrag ist. Die bringen nämlich 10, oh, 10 Sterne und 7 Pins. Die sind gar nicht mal so gut. Wenn euch das nämlich mal gibt. Erlege 50 Zombies. Wir haben gerade eben mit dem Ingenieur 50 gekillt. Im Prinzip, es gibt auch bei Pflanzen, besiege 50 Zombies. Das hier ist dann das 15-fache. Dann müssten ja eigentlich 45 Sterne und 45 Pins geben. Aber das lassen wir jetzt mal im Raum so stehen. Ihr könnt dann zweimal sogar den Fisch bedienen. Ja, müsst ihr wissen, ob die Sterne von euch das wert sind. Aber dann kommen wir auch zur dritten und meiner Meinung nach letzten normalen Methode. Ihr müsst in den feindlichen Hinterhof gehen. Ich habe jetzt mal Fußsoldat genommen, geht auch mit Pflanzen. Und diese Position hier einnehmen. Genau diese. Dann, ja, es ist die genialste Position, um irgendwas zu tun. Irgendwas zu tun. Es gibt, finde ich, keine genialere Sache als hier das. Und ja, ihr seht auch richtig, wir nehmen keinen Schaden. Die tötet uns jetzt wahrscheinlich. Ja, also die trifft uns zumindest. Wir nehmen keinerlei Schaden, können aber austeilen. Na, geht vielleicht auch ein bisschen höher. Können aber austeilen. Und die gegnerischen Bosse einfach besiegen. Und warum sind die Bosse so schwach? Ihr stellt euch vorher einfach den Schwierigkeitsgrad an dem Weltenglobus auf einfach. Normal habe ich den auf verrückt, aber wenn ihr XP farmen wollt, dann macht den auf einfach. Alle Bosse haben weniger Herzen, merkt man auch extrem jetzt mal im Ernst. Seien wir ehrlich, kein Zunderholz dieser Welt hat so wenig Herzen. Und ihr bekommt einfach massig XP, wenn ihr das jetzt über einen längeren Zeitraum macht. Macht euch vorher den XP-Multiplikator an und ihr bekommt einfach für jeden Pflanzenboss 200 XP. Wenn ihr dann natürlich hier noch diese Position einnehmt, ja, dann seid ihr der King. Ganz einfach, ihr seid der King. Da, es ist nicht normal. Also, das ist mein Favorite
zusammen mit dem XP-Multiplikator, wie ihr wirklich massig XP farmen könnt. Es gibt keine einfachere Möglichkeit. Und es geht mit jedem Charakter ungefähr gleich gut. Und wie wenig Schaden ihr euch einfach machen. Ich stehe hier sowas von mitten im Gefecht drin. Und die kriegen nichts hin. Also, zusammen mit dem XP-Multiplikator kann ich diese Variante nur empfehlen. Und damit sind wir auch am Ende des heutigen Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like und ein Abo da. Ist auch kostenlos, kostet euch keinen einzigen Cent. Damit supportet ihr mich und auch Bane extrem. Deswegen danke euch. Natürlich gibt es jetzt noch Möglichkeiten wie den Multiplayer-Modus oder einfach in irgendwelche Missionen. Hier hat Friedhofskommando, Gartenkommando, Einzelspieler-Missionen, ihr ganze Zeug in die Ecke geschmissen. Gibt es alles an Möglichkeiten. Aber seien wir auch mal ehrlich, XP-Multiplikator und Bosse auf Easy Farmen ist doch das Einfachste. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal bei einer Episode von Garden Warfare 2. Ciao Leute! Thank you.